Bevor dieses Video beginnt, ist ein Disclaimer ganz, ganz wichtig. Nein, ihr könnt ihn jetzt nicht überspringen, ihr müsst das jetzt mal kurz hören. Die drei Schuhe, die ich euch heute zeige, exemplarisch, die habe ich mir nicht deshalb bestellt, um sie euch zu zeigen, sondern die habe ich mir bestellt, weil ich persönlich auf der Suche nach einem Kategorie C-Schuh für mich bin. Ich brauche nämlich neue und vor allen Dingen aufgrund orthopädischer Probleme, aber das ist ein anderes Thema, ist jetzt hier nicht so wichtig. Diese Schuhe habe ich mir also nicht bestellt, um sie bei YouTube irgendwie zu verwerten oder sonst was und schicke sie dann einfach wieder zurück und tue so, als hätte ich sie getestet, habe ich aber gar nicht und deswegen kann ich sie zurücksenden oder sonst irgendein Blabla. Ich teste sie auch nicht, mache sie dann sauber, wie andere Leute auf YouTube das machen und schicke sie dann wieder zurück, weil das ist einfach fucking Betrug. Ich brauche also einfach neue Schuhe. Und ich dachte mir, nachdem ich jetzt so viele Modelle hier herumstehen habe, die alle so viel Platz brauchen, kann ich euch vielleicht ein bisschen darin mitnehmen und euch einen Mehrwert liefern, falls ihr dieses Jahr auch Kategorie C Schuhe oder etwas steifere Bergstiefel oder generell Bergstiefel suchen solltet. Vielleicht kann ich euch dann mit diesem Video ein bisschen helfen. Titel des Videos lautet Bergschuhe für breite Füße. Das hier sind alles Bergschuhe für breite Füße, die hier nicht. Das hier ist der Referenzschuh für dieses Video, ist wichtig. Wir brauchen irgendwas, woran wir uns festhalten können. Meine aktuellen Kategorie C Schuhe, die ich bisher getragen habe, jetzt nicht mehr tragen kann. Wie gesagt, warum? Nicht so wichtig, ist egal. Zweimal Meintl, einmal Assolo. Ich kann leider diesen Firmennamen nicht aussprechen, ohne in eine italienische Mude zu verfallen. Assolo und natürlich ganz wichtig. Assolo. Seine Firma aus Italien, macht auch Bergschuhe, also quasi so ein bisschen Scarpa Sportiva mäßig. Dann haben wir hier einen Meindl Pizpoval und einen Meindl Joras. Oder wie ein Firmenmitarbeiter von Meindl mir mal sagte, Jurassic. Bald im Kino. The Meindl Jurassic Park. So ein bisschen stelle ich mir das vor. Ich möchte jetzt euch ein bisschen was über die Passform erzählen. Wie gesagt, ich habe diese Schuhe nicht getestet, kein Langzeittest, kein Review, kein sonst was. Ich möchte euch eigentlich nur viel mehr über die Passform erzählen, als ihr bei Bergzeit, Bergfreunde, sonst wo irgendwo, auch selbst auf der Meindl und der Solo Homepage erfahrt, damit ihr euch vielleicht einen mühsamen Fehlkauf oder eine Fehlbestellung ersparen könnt und damit Postbotenarbeit. Der Meindl Joras ist ein sehr, sehr steifer Kategorie C-Schuh. Das heißt, wenn ihr einen Kategorie C-Schuh sucht, mit dem ihr viel auch tracken geht oder weitwandern, so ein bisschen ein All-in-One-Schuh, dann ist der Meindl Joras meiner Meinung nach nicht der beste Schuh, nicht die beste Wahl. Er ist nämlich so steif wie manch ein Kategorie D-Schuh. Er ist zum Beispiel so steif wie der Hanwag Sirius 2. Das muss man mögen und wollen. Hat natürlich auch einen ganz, ganz großen Vorteil. Ein Schuh, der so steif ist, der steht auf jeder Kante, mag sie noch so klein sein. Das heißt, mit dem Kategorie C-Schuh könnt ihr auch schwere Normaltour, Normalroutenklettereien in den Westalpen und so weiter machen. Er ist relativ dick und auch klobig aus Leder. Das heißt, er ist nicht ultra light, aber er ist auch nicht viel schwerer als beispielsweise der Equilibrium oder der Salewa Ortles und so weiter. Ich denke, dass das der beste Kategorie C-Schuh ist, wenn es um robuste Bergschuhe für breite Füße geht. Wenn ihr euch den Bergschuh anschaut und die Innensohle anschaut, dann werdet ihr sehen, dass er relativ gleichmäßig breit ist. Er ist vorne sehr breit, in der Mitte sehr breit, hinten sehr breit, er ist überall einfach sehr breit. Wenn ihr einen pauschal sehr breiten Fuß habt, auch eine breite Ferse, auch einen breiten Achillessehnenaufbau, dann ist das ein sehr, sehr gut passender Schuh für euch, wenn er denn in der Langlebigkeit dem entspricht, aber materialtechnisch müsste er das definitiv tun. Er hat aber ein Problem, und zwar ein Problem für mich. La Sportiva und Scarpa Schuhe haben in vielen Fällen, also La Sportiva Schuhe immer, Scarpa nicht immer, hinten eine kleine Aussparung. Diese Aussparung ist für eine Verknöcherung, eine weitere Verknöcherung des Achillessehnenansatzes. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr keine Kletterer seid, könnt ihr das Ganze gleich wieder vergessen. Kletterer kriegen hinten an der Ferse oftmals eine Verknöcherung, weil Kletterschuhe eng und unbequem sind. Diese Verknöcherung sorgt dafür, dass es hier so eine kleine Kante gibt zum restlichen Aufbau der Wade mit der Achillessehne. La Sportiva macht bei ihren Kletterschuhen, beziehungsweise bei ihren Bergschuhen, weil sie halt auch Kletterschuhe produzieren und das Problem kennen, eine kleine Aussparung dafür und einen weichen, laufenden Übergang in den Schaft des Schuhs hinein, hier an der Seite. Das macht Meindl nicht. Meindl macht folgendes, die haben sozusagen nach der Ferse, also blöderweise exakt nach dieser typischen Verknöcherung bei Kletterern,
eine richtig dicke und vor allen Dingen leider sehr harte Polsterung. Heißt, wenn die Ferse hinten ein bisschen Schlupf hat und sich ein bisschen bewegt nach oben hin, dann drückt diese Polsterung die Verknöcherung und damit die Haut und die Nerven, die darunter liegen, nach unten und sorgt für eine Reizung des Achillessehnenansatzes. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich dieses Problem mit Scarpa-Schuhen schon mal hatte. Dieses Problem tritt hier auch auf. Das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie stark diese Verknöcherung hinten, also dieses Überbein sozusagen schon ist. Bei sehr stark ausgeprägten ist es noch viel schlimmer. Gerade wenn man eine schmale Ferse hat, so wie ich, und dann eben so eine Verknöcherung, dann tut das richtig weh. Und zwar nach 5 Minuten. Damit kann man keine Tour gehen. Die Reizung geht schnell. Wenn ihr das eine Woche durchdrückt mit so einem Schuh, dann seid ihr danach krankgeschrieben. Das geht halt nicht. Insgesamt ist aber der Schuh eigentlich mein Favorit. Wäre auch mein Favorit gewesen, wenn dieses Problem nicht so dramatisch bestünde. Weil er einfach super steif ist und man mit dem wirklich klettern kann. Anderes Meindl-Modell, aber halt leider gleiches Problem. Den Meindl Piz Boval. Warum ist der, was ist der Unterschied zum Grand Jurass? Ganz pauschal schnell erklärt. Der Piz Boval ist auch ein Kategorie C Schuh, aber vorne etwas weicher. Den Grand Jurass, oder den Nujurass heißt er, meine ich, kann ich nicht abbiegen, gar nicht. Also da kann ich machen, was ich will. Ich kann den nicht verbiegen, außer wenn ich wirklich mit dem kompletten Körpergewicht auf der Fußspitze draufstehe. Bei dem geht das sogar mit der Hand ein bisschen. Er ist also auch einer der steiferen Kategorie C Schuhe, aber nicht so steif wie der Jurass. Er ist gleich schwer, also ungefähr gleich schwer, hat auch die gleiche Schnürung, den gleichen Aufbau, den gleichen hochgezogenen Geröllschutz, aber eben ein bisschen weicher, was den Gummi betrifft, beziehungsweise die Zwischensohle. Und ein bisschen dünner, was ich meine. Und deswegen rollt er einfach ein bisschen angenehmer ab. Er wäre der perfekte Schuh, hat aber erstens die gleiche Geschichte hier hinten. Wie gesagt, wenn ihr so ein Überbein, so eine Verknöcherung hinten an der Ferse durch den Kletterschuh gar nicht habt, haben ja auch viele Kletterer nicht, dann sind solche Schuhe überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr sowas einfach tragen, dann sind die auch richtig gemütlich. Aber nur, wenn ihr wirklich vorne, Mitte, hinten breit seid. Doch, er hier ist ein bisschen anders geschnitten. Wenn man sich den von vorne ein bisschen ansieht, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, zieht er hier vorne ein bisschen schneller sozusagen zur Seite rein. Das heißt, für die große Zehe, weil das hier ist sozusagen der linke Schuh, für die große Zehe ist hier nicht so viel Platz. Nach oben hin ist genug Platz, aber zur Seite spürt man hier relativ schnell den Druck. Das kann sehr unangenehm sein, wenn ihr auch beispielsweise an der Zehe so eine kleine Verknöcherung schon am Endgelenk habt, was auch durch die Kletterschuhe kommt, dann habt ihr da vielleicht auch das ein oder andere Problem. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Wie gesagt, das größere Problem ist hinten die Ferse. Je weicher der Schuh ist, umso weniger fällt das hier hinten auf, weil die gesamte Bewegung dann hier vorne stattfindet und nicht so sehr hier hinten. Aber für mich ist es trotzdem unpassend, vor allen Dingen, weil hier an der Seite nicht genug Platz ist. Also er ist breit wie der Jurass, aber hier vorne auf der Innenseite ein bisschen anders. Man spürt halt mit der großen Zehe die Innenwand sozusagen. Und das kann für manche Leute unangenehm sein, muss es aber nicht. Das ist so eine Sache, die kann man probieren. Aber auch hier wieder breit, 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 überall breit. Und hier hinten wieder das typische Muster mit der Polsterung, kurz bevor es dann sozusagen in den eigentlichen Fersenaufbau hier geht. Und jetzt habe ich hier noch den Assolo Freney. Assolo Freney mit. Der Assolo Freney ist anders geschnitten. Ist kein Meindl, logischerweise. Er ist insofern cool, weil er sehr, sehr weich ist. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Er ist vorne sehr breit. Vorne sehr breit, in der Mitte normal und an der Ferse schmal. Das heißt, er läuft so ein bisschen wie so ein Tropfen. Wie so ein Tropfen, nur halt ein bisschen umgekehrt. Der normale Freney ist ein bisschen höher, also der geht nicht so hoch. Den könnte man super, sieht man ja an der Höhe, mit dem Saleva Ortless Light vergleichen. Der ist auch so ultra leicht aufgebaut. Super flexibler Schuh und ich würde sagen, ganz, ganz typischer Trekking-Schuh mit der Option, am Gletscher halbwegs zu funktionieren. Das Problem an dem Assolo ist, auf der einen Seite, die haben irgendwas mit ihren Größen. Ganz ehrlich, ich habe mir den Schuh in Größe 9 bestellt. Das ist viel zu groß, weil er einfach, also die rechnen den mit 43,5 um, 9. Andere Schuhhersteller rechnen 9, aber als 42,2 Drittel um. Also quasi nochmal fast eine ganze Nummer kleiner.
Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Vielleicht habe ich da auch eine ganz falsche Information bezüglich der Umrechnung, aber der ist mir jedenfalls zu groß gewesen, deswegen geht er zurück. Aber er geht auch nur aufgrund einer anderen Sache zurück. Erstens mal, kurzer Einschub, er ist der bequemste Kategorie C-Schuh, den ich kenne. Er ist bequemer als der hier, weil ich halt einen etwas breiteren Fuß habe und ein bisschen mehr Spielraum vorne haben möchte. Das bietet der Salewa Ortless Lite nicht. Der ist halt sehr kompakt. Das ist natürlich in vielen Fällen auch ein Vorteil. Aber wenn man es bequem haben will, ist der hier der bequemste. Hatte noch nie einen bequemeren an. Noch nie. Ich hätte in dem mich ins Bett legen können. Wäre mir nicht aufgefallen. So bequem. Aber er ist halt verdammt weich vorne. Ich bin mir nicht sicher, warum. Weil ich hatte da weder Kontakt zu Asolo, noch steht da irgendwas in den Beschreibungen oder so drin. Aber er ist in der Ferse und in der Mitte ist die Sohle steif. Das ist gut, weil damit kann ich dann, damit habe ich einfach eine gewisse Stabilität. Das braucht es letztlich auch. Wenn ich einen Kategorie C-Schuh habe, an dem Steigeisen hinten dran passt, dann braucht es diese Eigenstabilität. Aber auch hier von der Passform für euch als Service-Hinweis sozusagen. Vorne sehr breit, in der Mitte normal breit, hinten wieder schmal oder schmäler, aber definitiv nicht breit. Damit habt ihr dann einen perfekten Stand im Asolo Frenet. Der Grund, warum ich mit dem Schuh, abgesehen davon, dass er mit so groß ist, gar nicht zurechtkommen würde, ist, ich kann mit dem Schuh kannst du nicht klettern. Also mit dem Schuh kannst du schon klettern, aber mit dem Schuh, dieser Schuh wird dich nicht dabei unterstützen, zu klettern. Er biegt sich halt sofort weg. Das heißt, du kannst den Schuh auch nicht eine Nummer größer nehmen, damit er ein bisschen bequemer ist, weil dann biegt sich ja alles weg. Das liegt einfach daran, dass er vorne so ganz hart flexibel ist. Ich meine, ironischerweise hat er hier hinten die Climbing-Zonen draufstehen. Das ist fast schon, als hätten sie das sarkastisch gemeint. Für alle Leute, die La Sportiva TX4s tragen, die werden wissen, man kann mit dem TX4 schon klettern, aber man braucht eine brutale Eigenstabilität im Fuß, damit man das weghält. Gerade die kleinen Tritte. Und das stelle ich mir auf Dauer sehr anstrengend vor, wenn man lange Passagen mit einem Bergschuh klettern möchte. Ich weiß, das ist heute ein unkonventionelles Video gewesen. Ich wusste auch nicht, ob ich das wirklich veröffentlichen soll. Es war halt so ein Service-Video jetzt. Ob es euch wirklich was gebracht hat, weiß nicht. Schreibt mir das doch gerne einfach mal in die Kommentare, ob euch dieses Video interessiert oder irgendwas gebracht hat oder nicht. Ich hatte nur jetzt einfach so viele Schuhe hier stehen und ich muss ja jetzt einfach alle zurückschicken, was doof ist, was ich nicht gerne mag, aber diese Schuhe habe ich halt leider nirgends zum Anprobieren bekommen. Was doof ist in der Alpenhauptstadt. Deshalb wollte ich jetzt sozusagen aus dieser ganzen Kackbestellung, die ich jetzt auch alles wieder zurückschicken muss, einfach ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, das war kein Test, das war kein Review. Ich kann nichts über die Qualität, über die Performance, über die Langlebigkeit erzählen. Ich muss das hier wirklich unterstreichen, weil andere Leute auf YouTube tun das nicht und gaukelt euch eben was vor. Und ich möchte das nicht und deswegen eben wollte ich euch nur was zur Passform und zur Steifigkeit und zum generellen Tragegefühl erzählen. Weil mehr als im Wohnzimmer 5 Minuten damit auf und ab, habe ich halt nicht gemacht. Aber vielleicht hilft es euch ja trotzdem was. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt bis zum nächsten Mal noch eine wunderschöne Zeit und am Mittwoch geht es mit einem coolen Video weiter zum Thema Bergwandern. Und zwar machen wir da ein dreiteiliges Projekt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Und jetzt gehe ich den ganzen Scheiß zur Post tragen.